Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, Freunde, wir sind back mit einem neuen Video und zwar mit einem richtig wilden Video heute, Freunde. Ich kann mir jetzt im Shop das 106 Plus Pack abholen vom Water Festival. Oh ja, jetzt kriege ich erstmal einen Server Timeout, perfekt. Ich habe das jetzt endlich freigeschaltet bekommen, weil ich eben täglich die Packs geöffnet habe. Es waren am Ende nur 4 Stück, glaube ich, die man täglich öffnen müsste. Und ja, die habe ich jetzt gemacht. Wir können nebenbei dann auch noch im... Ja, wie heißt es nochmal? Wie heißt es nochmal mit Petri? Das habe ich vergessen. Future Stars, genau. Future Stars Event. Können wir dann auch nochmal reingehen. Da habe ich auch nochmal ein Pack. Und wird eine wilde Sache. Champs League können wir eigentlich auch machen. Ja, können wir eigentlich auch machen. Ist jetzt eigentlich, nicht schlimm. Genau, und ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in das UCL-Event. Und holen uns erstmal jetzt hier das Gratis-Pack ab. So muss das. Let's go. Ja, okay, können wir jetzt dann ein Skillspiel machen? Bitte, bitte. Oh, ja, okay, wir können ein Pack öffnen. Das ist schon mal gut. Und was ziehen wir? 10 UCL-Punkte und 103er Gonzalo Ramos. Okay, ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Ja, die Spiele muss ich noch alle machen. Dann können wir uns auch einen Toni Rüdiger abholen. Ich werde den wahrscheinlich dann nicht spielen, aber naja, nimmt man ja trotzdem mit. Ja, komm, das können wir hier nochmal öffnen. Dann kriegen wir wahrscheinlich auch den nächsten Spieler. Genau, so sieht es aus. Wir kriegen dann auch den nächsten Spieler. Ich weiß jetzt nicht mal, wer es genau war. Holen wir uns aber jetzt hier schnell ab. So. Akanji, genau. Akanji war es. Kann man ja leider nicht verkaufen. Kommt wahrscheinlich in einen Umtausch rein. So werden wir es machen. Das ist eine gute Investition, denke ich mal. Und da ist er. Manchester City. Kanji. Let's go. 106. Oder ist er nicht? Ja, genau. Ist nicht verkaufbar. Okay. Ja, gut. Können wir in einen Umtausch dann reinhauen. Wie sieht es da eigentlich aus? Können wir da mal einen machen? 108 hätte ich mal wieder Bock drauf. Ah, könnte klappen. Ja, mir fehlen noch zwei, weil Gündogan will ich jetzt nicht reinhauen, weil er Road to the Finals. Und daher, ja, City 3-0 gewonnen hat gegen Bayern. Und denke ich, also gehe ich jetzt mal davon aus, ne? Auch wenn ich Bayern-Fan bin, aber Freunde, sind wir mal realistisch, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass Bayern das noch irgendwie packen kann. Wäre natürlich geil, ich würde mich natürlich freuen, aber es ist halt wirklich schon ziemlich unrealistisch. Von daher, ja, werde ich Gündogan behalten, weil er eben Road to the Finals und damit, somit würde er ja ein Upgrade bekommen. Genau, und ich würde sagen, wir gehen rein in das Pack-Opening. Let's go. Wir fangen erstmal an hier mit ein paar Gratis-Sets, weil Gratis nimmt man eigentlich immer mit. Zack, UCL war genau hier. Zack, zack. Und ich habe ja auch schon, ich habe jetzt auch die neuen, das habt ihr auch schon alle gesehen, aber ich habe jetzt auch mir nochmal genauer die neuen Division Rivals Sachen angeguckt. Das ist auch ziemlich, ziemlich geil, dass man da so easy 111er, 110er bekommt. Das fühle ich auf jeden Fall sehr, sehr hier über den ganzen Dingern. 110 und 11. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, mal da einen zu erspielen. Muss einfach immer viel spielen und viel gewinnen. Und ich denke mal, das sollte ich eigentlich hinbekommen. Genau, ich würde sagen, hier gibt es noch ein Gratis-Pack. Nehmen wir auch nochmal mit. Let's go. Da haben wir es. Ich würde sagen, wir gehen dann mal rein, Freunde. Wir gehen dann jetzt mal rein. Ich habe alle Gratis-Packs soweit geöffnet. Und fangen an erstmal mit dem Lantern-Event, mit dem Gratis-Pack. Ich glaube, da kriege ich jetzt nicht den Meilenstein. Wir kriegen 10.000 Münzen, okay. Und kriegen wir den Meilenstein? Ne, kriegen wir nicht. Wir müssen nochmal 4 öffnen. Wie lange geht das eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Das ist schon ewig da, das Lantern-Event. Aber gut. Gut, dann gehen wir rein ins Future Stars. Da können wir jetzt nochmal ein Gratis-Pack öffnen und dann das garantierte Spieler-Pack. Da bin ich auch mal gespannt, was wir vielleicht ziehen. Was kriegen wir aus dem Gratis? 20 Übertragungs-Items. Okay. Okay. Genau. Ah, wir können es sogar zweimal öffnen. Alter, wie geil. Okay, das heißt, wir kriegen einen 105er. Plus und 102er Plus. Ich hatte ja beim ersten Pack Opening hatte ich ja einen Kone. Der ging ja auch raus für 17 Millionen, aber jetzt sind die halt alle wieder gesunken, weil ja, die jetzt alle auf dem Markt sind. Aber ich öffne es trotzdem, Freunde. Ich öffne es trotzdem. Let's go, wir gehen rein. Erstes Future Star Pack. Und yay, bitte gönn. Ein Gavi wäre natürlich geil. Ein Gavi wäre natürlich jetzt hier richtig geil. Tschechien, Stürmer. Ah, Patrick, ist es Patrick? Das muss Patrick Schick sein. 106er. Ah, nee, Logic, lol. Das ist Logic. Alter, was ein Troll. Logic 106, okay. Okay, nehme ich mit. Und 102er Mesli. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Aber 106er Logic, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, nehme ich mit. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Zweite.
Ich würde sagen, let's go. Oh, so ein mattes Tail würde ich mich auch sehen. Ne? Bei so einem mattes Tail würde ich mich auch sehen. Let's go. Komm, EA, gönn. Gönn. Kein Walkout. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich nur 105er, oder was? Nee, es ist 100, ja, 105er Singo und 104 Alvaro, Alter. Das ist ja, das war nix. Das war wirklich nicht das Schlechteste. Von gestern, das war der Schlechteste. Das war nix. Krieg ich sie, oh, ich krieg sie so verkauft. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Logic krieg ich verkauft. Und Singo krieg ich auch verkauft. Okay, das ist cool. Immerhin. Dann lümmeln die nicht hier im Verein rum. Und ich kann sie zu Coins machen. Das ist gut. Guck, wie viel kriegen wir am Ende von EA? Es sind am Ende 2,7 Millionen. Somit haben wir 160. Okay, damit können wir auf jeden Fall einiges anfangen. Und wir haben ja jetzt noch das 106 Plus Water Festival hier, Pack. Und ich bin mal gespannt, was es sein wird. Erstmal das Gratis. Wir gehen rein in das Gratis Pack. Mal gucken, was wir ziehen. Walkout wäre natürlich heftig. Hey, aber Totti, 100er Merino, okay. Ein Totti wieder mal gezogen. Immerhin hier ein Merino ist aber... Ah, der ist gar nicht aufgelistet. Okay, lol. Na gut. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. 106 Plus. Er kann schon reinschallern, wenn wir hier so ein U-Totti bekommen. Wäre schon ziemlich, ziemlich geil. Aber so ein Utati zu ziehen ist ja sehr unwahrscheinlich, denke ich mal. Aber ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go, come on. Water Festival Geschenk. Wir gehen rein. Abfahrt. Und EA, gönn. Zeig mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Totti, okay. Und jetzt hängt die Animation, oder was? Perfekt. Jetzt hängt die Animation. Ja, moin. Ah, jetzt geht's. Uruguay. ZM Valverde. Ah. Das ist ein F, das ist ein F und es ist ein 106er Valverde. Ey, Mann, wirklich. Das ist ein dickes F. Das ist ein ganz, ganz dickes F. Valverde 106 aus dem 106er, ja gut. Geht er wenigstens raus? Ja, okay, geht immerhin raus für ein paar Millionen. Wie viel? 2,9, okay. Ah, ist trotzdem hart. Ist trotzdem hart, aber was willst du machen? Was willst du machen? Wir kriegen am Ende 2,6. Haben somit 162 Millionen. Mit denen könnten wir uns rein theoretisch einen Gerdi kaufen. Ja, das war es dann aber auch. Und ein, ja, Gavi gibt es aber jetzt wieder. Oh, Gavi bei 44 Millionen ist gar nicht mehr so verkehrt. Aber bin ich mir nicht sicher. Van der Sar wäre natürlich auch geil. Ne? Van der Sar wäre auch richtig geil. Aber ich glaube, ich werde mir einen Gerdi bald holen, weil ich habe Bock auf ihn. Ich habe Bock auf einen Gerd Müller. Können dann Cantona verkaufen für ein paar Millionen. Und dann sieht das ganz gut aus. Dann sieht das ganz gut aus, aber habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Star Pass, wie sieht es da aktuell aus? Ja, okay, bin ich noch dabei. 12 Tage Zeit. Ja, wenn nicht, wisst ihr, ne, müssen wieder ein paar FIFA Points dran glauben. Aber das ist mir am Ende auch ein bisschen egal. Sage ich euch so, wie es ist, Freunde. Aber ja, ich würde sagen, sonst gewinnt sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, lasst gerne Abo. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Macht's gut, bis dahin, haut rein und tschüss.